Der sieht uns schon, aber jetzt greift er an. Also, die greift nur an, wenn zwei Felder Platz über einem sind. Das ist eine gute Strategie. Wenn man überleben möchte oder zum Beispiel auf Bäumen rumhüppen, ist hoffentlich auch eine gute Strategie. Wobei ich mir bei der Strategie noch nicht so sicher bin, weil ich glaube, es sollen ja auch Monster auf Bäumen spawnen. Ich habe es selber noch nie gesehen. Und ich hoffe mal einfach, das sind alles nur Fairy Tales oder Viecher, die irgendwie auf Bäume draufgeklettert sind. Man weiß es nicht und ich muss in die Richtung. Also ab ins Wasser. Aua. Verdammt. So, hau ich mir mal das Ruhefleisch in den Hals. Ist mir jetzt auch gerade egal. Hier kommen wir dann zu unserem Geronimo-Gebiet, wo wir mal runterspringen und jetzt mal gucken, wie wir möglichst elegant nach Hause kommen. Verdammt. Da ist alles voll mit Monstern, das ist ja ein Traum. Ach, verdammte Axt. La la la, Panflötenmusik. Aber zumindest passt die Nachtmucke jetzt wieder. Was ist das denn hier? Ich hoffe, das ist kein Spawning-Gebiet. Eine Höhle. Aber keine sehr höhlige Höhle, wie es aussieht. Aber trotzdem werde ich hier mal ran urinieren, um unser Zeichen zu setzen. Was ist das da hinten? Ich will mich nicht ablenken lassen, aber da leuchtet irgendwas und ich würde gerne wissen, was da leuchtet. Da hinten, ganz weit hinten am Horizont ist irgendwas, was leuchtet. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass wir da irgendwie eine Fackel oder sowas hingesetzt haben. Und jetzt würde mich mal interessieren, was das ist. Ist das Lava an der Oberfläche oder... Das sind auf jeden Fall Zombies, die da rumwanken. Ja, die Zombies können wir mitnehmen. Die tun ja mal nicht weh. Die sind ja relativ hilflos. So, das war Zombie Nummer Uno. Und jetzt kommt ein Zombie Nummer Dos. Ach, und da kommt... Ach, wir haben kein Schwert mehr. Na, super. Hallo, Zombie. Du bist mein bester Freund. Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ich bin hier der Mike Tyson des Zombie-Verkloppens. Brennt doch endlich. Die Sonne kommt. Ich hau dir auf die Schnauze. Immer rauf da. Ich hab dir den Berserker an. Ich prügel dich durch die ganze Karte, wenn es sein muss, du alter Ey, du hast mich gehauen. So, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Brenne. Okay, jetzt wird's unlustig. Da hinten brennt wieder irgendwas, da sind noch Löwen und ich weiß gar nicht, wo die helle Stelle jetzt finden, so bei Tageslicht. Pilz auf jeden Fall mitnehmen. Ich finde immer nur so selten Pilze. Ach, ein Skelett im Wasser, das darf doch nicht wahr sein. Und da ist, glaube ich, die helle Fläche gewesen. Ich glaube, das ist Lava, wenn ich das richtig sehe. Ist jetzt natürlich nicht so das Mega-Highlight und nicht so ultra spannend. Dann warte ich mal, bis das Skelett ver... Ach, weißt du was? Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber die Löwen sind ja garantieren zumindest noch ein bisschen Spannung. Vor allen Dingen jetzt ohne Schwert wird es bestimmt mal lustig. Und hier haben wir einen Lavapool gefunden. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da hinten ist noch irgendwas, was interessant aussieht. Aber ich glaube, das sind Vögel, die da irgendwie spielen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es jetzt Zeit, wieder nach Hause zu gehen. Weil ich möchte, ehrlich gesagt, endlich mal Schafe plätten. Ne, du alte Kuh. Wie geht's dir denn heute? Hast du gut geschissen? Sag doch mal. Hm? Ach Mensch, da fällt aus Versehen Leder aus der Kuh. Ich glaube, das hat sie gerade verloren. Das nehme ich mal mit. Vielleicht kriege ich dafür Erfinderlohn. Man weiß es ja nicht. So, wir gehen diesmal da hinten lang rum, würde ich sagen, weil die andere Seite haben wir schon gesehen. Dann gehen wir mal da über die Insel und dann da rechts rum. Und hören uns einfach mal so lange ein paar Liedchen an. Was spielt denn gerade? Ein Track natürlich von WoW. Ich kann leider gerade nicht gucken, welcher Track das ist. Weil das wird gerade von einem Explorer-Fenster verdeckt, wo ich die Playlisten direkt ansteuern kann. Lalalala, hallo Entenmann. Du kleiner Entenmann. Du guckst mich endlich an. Mit deinen kleinen Entenaugen.
die so schön sind. Ich kann es kaum glauben. So, jede Ente einmal verprügelt, damit sie gleich wissen, wer ja der Herr im Hause ist. Nämlich der Bär da drüben. Ich gehe mal weg. Würde mich mal interessieren, ob der Bär einen angreift. Aber ich will es jetzt nicht rausfinden direkt. Da tummeln sich wieder Wildschweine. Auf jeden Fall lustig, dass man sich jetzt tagsüber auch vorsehen muss. So, hier haben wir die ganze Schneise in all ihrer Pracht. Ach du Scheiße, was nicht Schneise. Ich glaub, ich bin mal leise mit meinen niveaulosen Sprüchen. Denn das klingt wie alte Greise. Mist, ich komme hier nicht. Der muss graben, 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 graben. So, und jetzt ab dafür. Jetzt komme ich auch raus. Kurz sichten, ob uns hier nichts angreift. Und dann schnell losgelaufen. Ein Löwe! Mann, also das mit den Löwen ist ein bisschen nervig. Die hätten sie ruhig ein bisschen seltener einbauen dürfen. Weil das sind einfach eindeutig zu viele Löwen für die Karte. Wie geil das hier auch wieder aussieht. Übrigens, da ist wieder Kohle. Geiler Berg. Hier möchte ich auch noch irgendwas bauen. Später, irgendwann mal. So, Schafe, 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 Schafe. Schafe, 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 Schafe. Da hinten kommt der Wolkenpalazzo. Ich wollte gerade hier Bäume abholzen. Aber wenn der Wolkenpalazzo schon kommt, dann werde ich das hier nicht tun, damit wir uns nicht die Aussicht aus Versehen verderben. Und ich muss mal sagen, seit dem Creature-Mod, so schön der ist, aber sind hier erstaunlich wenig Schafe. Also die Spawn-Punkte werden dann mit Löwen vollgespammt oder mit Vögeln. Und das finde ich dann wieder nicht so schön. Hm, doof. Wo ist denn die Musik hin? Da sollte jetzt ein Lied spielen eigentlich. Da spielt ein Lied, aber scheinbar klappt das nicht ganz so mit dieser Audioanpassung in der Lautstärke, was ich extra noch bei Fuba vorgenommen hatte. Das will scheinbar nicht so recht. Dabei habe ich jeden Punkt explizit betrachtet und ich dachte, es wäre so. Aber leider scheint er das nicht zu tun. Schade. Naja, ich werde jetzt auch nicht hochdrehen. Ich werde jetzt hier trotzdem einfach weiterlaufen. Und nach nicht vorhandenen Schafen suchen. Und sollte es keine Schafe geben, dann werde ich fürs Let's Play vielleicht erstmal den Creature Mod ausschalten. Und dem im Let's Show weiter benutzen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das machen soll, weil ich weiß nicht, welche Dateien ich dann außer bei Minecraft Jar rausschmeißen muss. Das wird ja lustig. Naja, mal schauen. Oder wir bauen erstmal anderswo weiter bis zum nächsten Minecraft-Update. Wenn ich wieder eine super Ausrede habe, dass ich die Creatures nicht anmachen kann, weil die noch nicht geupdatet sind. Das ist doch dann richtig super. Da habe ich eine super Ausrede. Und heute ist Donnerstag. Inzwischen ist ja schon Freitag. Müsste jetzt mitten in der Nacht sein gerade. 2, 3, 4 Uhr dürfte es jetzt sein wieder. Und dann... Ja, dann müsste ja heute das Frydogs-Update müsste ja kommen. Und dann schauen wir mal, ob das eine neue Versionsnummer mit sich bringt, wo die Mods alle wieder nicht mehr kompatibel sind. Auf jeden Fall haben wir bis hierher schon mal gespielt. Wenn ihr das jetzt guckt und das ist inzwischen schon längst eine neue Minecraft-Version draußen, dann wisst ihr auch warum, weil ich habe doch im Voraus aufgenommen wegen Urlaub und so. Deswegen ist hier noch die Version 1.1.0.2 oben links eingeblendet. Das ist derzeit, während ich spiele, die aktuelle Version. Und insofern kann man sich da nicht so beschweren, wie man es manchmal gerne möchte. Und das wollt ihr doch. Ich kenne euch doch, ihr kleinen Beschwerer. Ihr kleinen Briefbeschwerer. Geht und beschwert ein paar Briefe mit eurer Anwesenheit. So, ich werde jetzt mal was gegen dieses furchtbar hölzerne Dach tun. Ich probiere mal was aus. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, ob es überhaupt passen wird. Aber was soll's. Hauptsache... Es sieht nicht mehr alles nur... Huch, es sieht nicht mehr alles nur so holzig aus. Was ist das denn hier oben eigentlich? Ein Erdblock? Habe ich da ein Erdblock? Ah ja, die Pflanze. Jetzt hier die Stone Slabs. Und mit dem werde ich das mal probieren. Wenn es ansonsten nicht aussieht, werde ich das Dach halt nochmal komplett abreißen, durch Ziegel ersetzen, weil ist mir schon wichtig, dass es auch gut aussieht. Wisst ihr ja inzwischen wahrscheinlich. So, jetzt mache ich mal hier so ein Ding hin. Ich mache es erstmal provisorisch hier auf eine Ebene und mal gucken, ob das als Trenner schon reicht, um dann ein Dach zu rechtfertigen.
So, wupp dich, wupp dich, schwupp dich, bupp dich, hupp dich, bupp dich, schlupp dich, hupp dich, krupp dich, mupp dich. Und dann hier auch nochmal. Und dann können wir uns eigentlich den Wintergarten da unten, diese jämmerliche Ausrede eines Wintergartens. Das ist ja inzwischen, das sieht so scheiße aus. Ich möchte den komplett abreißen eigentlich. Hier mal vergessen, was rauszuruppen. Wo ist die Axt?